Wie viel Uhr haben wir denn? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Castlevania 64, ihr 93, Joe hier. Wir sind auf den Burgmauern angekommen, haben eine doppelköpfige Drachenstatue getötet. Jetzt sind jetzt weiter und ja, komm mal her, du. Könnt ihr mal verdammt nochmal aufhören zu erscheinen? Da hat man ja gar nichts hier. Gar keine Zeit hier. Und springen. Weg da. Okay, ich hätte wahrscheinlich nicht mitten ins Feuer springen sollen. Ja, das. Autsch. Wo ist er denn? Das ist aber auch wieder. Ich kann zwar Gegner anvisieren, aber das ist immer der nächstbeste. Alter, den gehen auch nie die Skelette aus, oder was? Gib mir her, die Axt. Die könnte mir helfen. Gehen das. Hörst? Was? Also. Meine Fresse. Hup. Erwischt. Ah. Alter Falter, ich glaube, ich sollte gar nicht hier unten sein. Und spring! Och du Schande, war das knapp. Ist da ein Brathähnchen drin? Nein, eine Mondkrate. Ne? Zack. Und zack. Und wenn ich nicht hier sein soll, wo geht's hier weiter? Oder soll ich mich einfach fallen lassen? Ich lass mich ja mal fallen. Okay, alles gut, ich bin richtig. Oder bin ich richtig? Keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Autsch. Ja, das ist ja ziemlich unfair, wenn ihr mich fragt. Die komme ich nur ohne Kopf. Okay. Anscheinend finde ich ja öfters von denen was. So. Alles klar. Oh, da haben wir ein Upgrade. Ja. Kann ich das nehmen? Ich glaube, ich habe. Oh, Moment, ist das Gold? Hä? Wo ist der Typ hin? Ich kann ihn nicht spüren, ich kann ihn nicht sehen. Irgendwo muss er aber doch sein. Hier bin ich. Zack. Aha. Zack. Wodogi. Alter, die Nerven. Ich bin weg. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ach, hier hat sich das Tor geöffnet. Ach so. Ich habe ja eigentlich gesagt, können Sie mir vielleicht durch eine Sequenz zeigen, wo sich was öffnet. Weg da. Zack. Aha. Was ist, wenn ich durch die andere Tür gegangen wäre, oder? Schlitturm links? Hey, nein, hey, Abstand. Du schlachtest uns ab im Wahn. Was haben wir dir getan? Wir wollen doch nur leben. Kannst du uns Frieden geben? Wir wollen leben wie er, wie sie, wie du. Also lass uns doch in Ruhe. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Was? Ist das Tor? Ach, verstehe. Ich muss also das Ganze machen, um den Schlüssel zu kriegen, um durch diese Tür zu gehen. Also habe ich alles richtig gemacht. Wunderbar. Oh, ich habe vergessen abzuspeichern. Ganz wichtig. Erstmal abspeichern. Oh, ich dachte schon, ich komme jetzt nicht mehr durch. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Erstmal abspeichern. Ganz wichtig. Oh, du weißer Kristall, nimm meine Erinnerung auf. So. Alles klar. Ich bin weg. Nee. Diese Gesichter. Das eine sieht aus wie der Caesar, wenn ihr mich fragt. Und da meine ich das nur. Hüppale. Und hüppale. Und hüppale. Gut, also im Moment tue ich also nur die. Oh, okay, das hat mich wirklich auf dem falschen Schritt erwischt. Aber zum Glück habe ich abgespeichert.
Also ich tue also gerade hier den linken Turm und den rechten Turm hier ab. Wie sagt man? Abrappeln? Nein. Absuchen, um das zu öffnen, was mir den Weg hier. Wow. Was mir den Weg hier freisetzt. Ich habe vergessen, die Taste gedrückt zu halten. Wie im wahren Leben, wenn man die Muskeln nicht anspannt, dann passiert da auch nichts. Natürlich. Kann ich vielleicht auch in die andere Richtung gehen? Scheint nicht der Fall zu sein, wirklich. Ich werde mich sowas von einpinkeln, wenn ich mich da auf einmal umdrehe und dann steht dann, ist da ein Monster auf meinem Weg. Hüppale. Halt dich fest. Hopp. Okay, jetzt weiß ich ja, rennen, was das Zeug hält, denn der Boden rennt. Bricht weg. Hüppa. Aha. Zweimal kriegt er mich nicht dran. Einmal Ach, Schande. Na super. Das hat jetzt aber vom Timing her sehr gut gepasst. Autsch. Ach komm, da hat er mich noch erwischt. War ja klar, dass sich die Teile umdrehen. Alter, wie ich dem immer ausweiche. Oh, da war ein Medusa-Kopf. Halt dich fest. Halt deine Feuerbälle. Alter. Los geht's. Alter. Vorsichtig. Das war ein seichter Sprung gewesen. Alter Falter, wie ich das hinkriege. Wie gesagt, sowas bin ich ja nicht gut. Fest verschlossen. Eisentür mit einem Mondrelief. Eine Gravur. Mondschein löst das Siegel. Gut, meine Damen und Herren, würde ich mal sagen, warten wir, bis die Nacht anbricht, oder? Ich werde jetzt sicher keine Karte verwenden, nur wegen dieser Tür. Der Reinhard, der Schneider, der kniet hier im Dreck. Passt doch nur auf, sonst haut er euch weg. Mit der Peitsche in der Hand reist er durchs ganze Land. Und bekämpft die Bösen. Er wird sie bald erlösen. Wie viel Uhr haben wir denn? 10:42 Uhr. Am Abend hoffe ich doch. Das heißt, es müsste bald angehen, oder? Fest verschlossen. Müsste bald aufgehen, meine ich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine Zeitschrift oder einen Spätzucker oder so mitgenommen. Und dahinter der Tür, die warten nur. Hey, wann kommt der Reinhard rein? Wir haben die Überraschungsparty für ihn geplant. Ja, ihr wisst doch, wir müssen warten, bis der Mond aufgeht oder er so eine Karte verwendet. Meint ihr, der macht das? Der ist doch so ein Geizkragen. Ich kann euch hören. Es ist sehr dünnes Zedernholz, diese Tür. Bitte, geh auf. Geh auf. Was sagt die Uhr? 11.54 Uhr, das heißt bald Mitternacht. Oder 12 Uhr? Ich glaube, jetzt haben wir erst 12 Uhr, kann es sein? Das ist ja wirklich ein bisschen nervig, aber wirklich, dafür nehme ich keine Karten. Nö, da muss ich mich halt mal in Geduld üben. Wie ist das? 12.21 Uhr. 12.25 Uhr, das heißt, jede Sekunde vergeht eine Minute. Jetzt muss ich mal rechnen. 12 Minuten, jede Sekunde, das sind dann 120 Sekunden. 2 Minuten muss ich noch warten. 2 Minuten, dann ist das Hähnchen fertig in der Mikrowelle. Das ist
man wartet so freudig auf das Mikrowellenessen und dann steht man da mit der Nase an der Mikrowellenscheibe und denkt sich, so, jetzt kommt's aber. Ich bin ja wirklich so der Typ, ich bin eher sehr faul, was das Kochen angeht. Ich meine, das Höchste, was ich mal in Sachen Kochen gemacht habe, also zu Hause für mich alleine, das ist etwas in der Pfanne machen. Mehr Pfanne auf einmal. Och, habt ihr das mal gegessen? Oh, nom, 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 nom. Ein schönes Schweineschnitzel, dazu Schupfnudeln und eine schöne Rinderbratensauce. Mmh, lecker, lecker. Also mache ich mir selbst schon wieder Hunger. So, was haben wir jetzt? 14:02 Uhr. Ich glaube, ich habe falsch gerechnet, oder? Oder doch? Jede Sekunde im Moment. Falsch, ich habe falsch gerechnet. Nicht 2 Minuten. Jede Sekunde ist 1 Minute. Eine Stunde hat 60. 60? Jetzt haben wir 14. Das heißt jetzt 20 Uhr oder 10 Uhr müsste wahrscheinlich die Nacht anbrechen. Das heißt ungefähr 8 Stunden. 8 Stunden mal 6. 8 mal 6 sind 480. 480 Sekunden sind 4 Minuten. Also gerade eben waren es noch 6 Minuten gewesen. Das ist ja nichts in der Mikrowelle. Das ist ja ein halbes Brathähnchen, nicht in der Röhre. Bin ich so faul? Ja. Denn ich möchte wirklich versuchen, das gute Ende zu kriegen. Und wenn ich nicht so viele Mondkarten verwenden darf, dann sage ich mir gleich, dann warte ich. Ich bin geduldig. Alter. Wie macht man eigentlich das? Das ist auch wieder mit so einem Zauber, oder dass nur das Mondlicht die Tür öffnet. Aber ganz ehrlich, das Siegel, wenn das Siegel geöffnet wird, okay, aber der Rest außenrum ist Holz. Also, mach das Holz weg. Du hast eine Axt. Ach komm, guck mal da, ich bin doch fast durch die Tür durch. Das wäre es, wenn ich jetzt durch die Tür klitschen könnte. Ich bin nicht nur Vampirjäger, ich bin Meisterkünstler. Kann ich da das Feuer zerstören, um was zu kriegen? Ne, anscheinend nicht. Alter. Sehr interessant, ich weiß. Können wir uns vielleicht den Reinhard ein bisschen genauer anschauen? Nö, können wir uns nicht. 17:26 Uhr. Das ist ja fast so schön, wie wenn man im Kino hier darauf wartet, dass die Werbung endlich vorbei ist und der Film beginnt. Und bis dahin hat man seine ganzen Knabbersachen, sein Popcorn, sein Getränk oder was auch immer schon alles aufgetrunken, weggetrunken und aufgegessen. Gut, dann hat man beim Film selber dann weniger Geräusche. Ich bin ja, früher war ich ein häufiger Kinogänger, ja. Jeder gute Film, der mich irgendwie dann interessiert hat, da bin ich hingegangen. Meistens zusammen mit meinem Bruder. Wo waren wir da? Im Kinopolis in Aschaffenburg. Oh, schönes. Oder im Schlosstheater in Miltenberg, falls euch das was sagt. Und jedes Mal, wann immer ich irgendwo beim Kino bin, da gehört Popcorn für mich dazu. Das ist einfach so wie, was für ein Vergleich. Das ist wie duschen ohne Shampoo. Genau, das geht einfach nicht. Wenn du duschst, dann musst du Shampoo nehmen. Und so, wenn du ins Kino gehst, brauchst du Popcorn und was zum Trinken. Für zwischendurch oder für davor. Bei mir ist es wirklich oft, dass ich dann meistens das ganze Popcorn schon vorher gegessen habe. Oh, es ist Nacht. Aha. Und wie viel Uhr hatten wir? Ich glaube, es war 18 Uhr gewesen, wie es aussieht. Wie läuft der denn? Ich brauche nicht mal... Da kommt doch sicher ein Boss. Oder musste ich wirklich einfach nur den... Ich musste wirklich warten, dass es Nacht wird, um hier dann den Schalter zu drücken? Okay, alles klar. Gut. Habt ihr jetzt wieder ein bisschen was über mich erfahren? Warum nicht? Ich sage euch, da kommt irgendein Boss. Jetzt einer kommt von hinten an und denkt sich, warum betätigst du meinen Schalter? Ich hab's dir nicht erlaubt. Ich sag's euch, die Sequenz ist noch nicht vorbei. Oh, das Schloss. Oder die Burg? Dracula?
Jetzt schon hier? Das ist ein bisschen früh. Okay, der wollte mich also nur einschüchtern. Ich dachte schon, wir müssen jetzt wirklich gegen den kämpfen. Also da hätte ich mir jetzt schon ein bisschen Sorgen gemacht hier. Aber okay. Brathähnchen, danke. So, einmal speichern. Bitte, dankeschön. Der hat also einfach nur gemerkt, oh, wir sind da. Wir sind in seinem Territorium. Und wir sollen uns beugen, damit du mich von hinten nehmen kannst, oder was? Vergiss es. Erstmal musst du mich schön ausführen. Schön ins Kino und weg da. Erst ins Kino, dann beim Essen und dann können wir darüber reden. Aber dann auch nur beim dritten Mal. Au, 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 au. Alter, hast du einen schlechten Mundgeruch. Darf ich bitte mal das Teil angreifen, was direkt vor mir steht? Zack, zack. Und ich habe keine Ahnung, wo dieser Handelsmann sein soll. Autsch. Hä? Erwischt. Aha. Hä? Shugi. Boogie. Weg da. Yes. Wieso sind eigentlich die häufigsten Gegner eigentlich die Skelette? Hip. Und nicht irgendwie andere Monster. Sowas wie... Na gut. Wobei doch, im Originalspiel hat man sehr oft hier... Hatten ja wirklich sehr oft Skelette getroffen. Verschiedenster Art, also mit verschiedenen Fähigkeiten. Okay, einfach runterfallen. Jo. Hip. Aha, ist also alles gleich, wie es aussieht. Vom Aufbau her. Da hat sich der Architekt gesagt... es muss synchron sein. Das war Glück gewesen. Der Inhalt der Tasche scheint nutzlos. Nur Sand und Kies. Und da haben sie ein Dialogfenster gemacht. Okay. Ich bin weg. Hui. Kommt er mir hinterher? Anscheinend nicht. Gut. Nochmal gespeichert. So, das heißt, wir haben jetzt das Haupttor geöffnet und können in die Burg rein, oder? Noch was für mich zum Heilen? Nö. Das... Ah, wenn ich ein Level beende, dann wird mein Leben aufgefrischt. Gut zu wissen. Sind wir jetzt im Dorfinneren? Oder Dorfinneren, Burginneren, Schlossinneren? Was ist denn nochmal der Unterschied zwischen Burg und Schloss? Die Burg ist kleiner, oder? Sieht eher aus wie der Garten oder so. Burggarten? Irrgarten? Die Villa! Bitte was? Ach du liebes Biss. Doppelköpfige Hunde! Aus! Platz! Hingesetzt! Spiel tot! Das ist ein Möchtegern Cerberus. Anstatt drei hat er zwei Köpfe. Da hat er drei. Oder habe ich nur zwei gesehen? Ja. Wenn du was abortieren willst. Bitte was? Weg da! Jetzt haben die auch noch hier Feuer gefressen. Ja, Cerberus, der Höllenhund halt, hä? Und das halt, ich wollte da hin. Und das Ganze für den Edelstein. Greif verdammt nochmal das große Ziel an und nicht die kleine Fledermaus. Die ist die kleinste Sorge. Werde ich die öfters treffen? Sicher, sicher. Das tut ja sowieso nur hier 50 meiner Kraft hier auffrischen. Meine Fresse. Oh, da liegt ja was. Wieso wird's hier dunkel? Alter. Ich sehe. Oh, das ist fies. Im Schatten dich verstecken. Na warte.
Scrimini. Gut, ich muss also die ganzen Doggies erledigen, bevor sich hier was öffnet. Gut. Yep. Ich wollte gerade sagen, hier ruht der Herr des Anwesens, Orde Reis. Mir wurde gesagt, dass der Schweinewald und die Villa, die man in Realms of Contagion of Dracula gesehen hat, sind nach dieser Villa hier nachempfunden. Da bin ich immer gespannt. Werden wir hier vielleicht auch auf den Herren treffen und die Frau, die so Vampir wurde? Okay, ich probiere da hochzukommen. Ja. Wahrscheinlich muss ich hier drauf. Nein. Weg da. Weg, ihr Geister. Weg. Das Geld braucht ihr sowieso nicht mehr. Zack. Weg da. Wie komme ich da hoch? Ich kann da definitiv irgendwie... Bewegt sich das? Wie komme ich da hoch? Jep. Zack. Zack. Keine Ahnung. Kann ich hier einfach rein oder muss ich jetzt auch wieder die Gräber in einer gewissen Reihenfolge hier drücken? Nein, ich kann einfach rein. Gut. Servus. Entschuldigung, dass ich mich selbst hier reingelassen habe. Aber es war kein das Empfangskomitee, das war nicht so freundlich. Ja, das sieht vom Design her, erinnert es mich wirklich an die Villa, die ich bei Wemsor gesehen habe. Will mich in Sicherheit wiegen. Was mit dieser schönen Melodie? Aber ich merke schon. Die wollen mich hinters Licht führen. Ich meine, das ist hier vor der Burg von Dracula. Ja, das sagt mir, glaube ich, auch der kleine Vampir her. Zack. Weg da. Hier geblieben. Hat er sich in eine Fledermaus verwandelt und ist abgedüst? Ja, kleiner Feigling, du. Zack. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Gesundheit. Wenn es auch nur ein halbes Hähnchen ist. Wäre schön. Wo geht's hier weiter? Ob das der Herr vom Anwesen ist? Hier. Sogar hier haben wir sogar die. Wenn hier jetzt. Wenn es hier zu einem Garten geht und hier ein. auch noch hier was zum Speichern ist, dann denke ich mir nur, jo, das ist wirklich hier allem nachempfunden. Ich stehe aufs kleinste Detail hier. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Rosa. Ich pflege diese weißen Rosen. Weiße Rosen? Du bist ein Vampir? Hast du gar keine Angst? Hier leben nur Vampire und Dämonen. Leichtsinnig hier herumzuschleichen, kostet dich dein Leben. Mein Vater lehrte mich, sich nie an Schwächeren zu vergreifen. Sentimentalität kostet dich dein Leben. Nun flieh, ich werde nichts sagen. Er ist das Los meines Blutes, Dracula zu vernichten. Wie du meinst, zuerst musst du zum Schlossarchiv gehen. Der Archivschlüssel... Ach... Den hat ein früherer Abenteurer. Ich kann dir nicht mehr helfen. Pass auf dein Leben auf.
Gut, den einen Text habe ich jetzt nicht gelesen, weil ich dachte, sie würden selber reden. Deswegen habe ich erst mit dem Lesen später eingesetzt, falls ihr euch wundert. Die Rosa hilft uns. Da frage ich mich aber, warum? Warum? Hat sie doch noch ein bisschen... Sie meinte, Sentimentalität wird dich umbringen. Sie scheint aber selber auch sehr sentimental zu sein, wenn ihr mich fragt. Gut, meine Damen und Herren, wir sind jetzt also hier in der Villa angekommen. Ich sehe wirklich hier ein paar Sachen, die... Eben ein paar Objekte, die Sachen in Vamsor inspiriert haben. Und dieser eine Vampir am Anfang, ist es vielleicht der frühere Abenteurer, der zum Vampir wurde? Und wenn wir ihn kriegen, wenn wir ihn töten, kriegen wir den Schlüssel für das Schlossarchiv? Sie hat ja jetzt Schlossarchiv gesagt. Das ist also ein Schloss. Schloss Dracula. Das Schloss von Dracula. Klingt doch irgendwie besser als die Burg. Naja. Je nachdem, also meine Damen und Herren, es geht voran. Ich schlage mich wacker. Wobei mir gesagt, fehlen ein bisschen die Heil-Items. Immer mal wieder ein kleines Hähnchen für zwischendurch. Warum nicht? Ich brauche die Proteine. Und ja, wenn Ihnen diese Ausgabe von Castlevania 64 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.